Ist das hier oben? Wahrscheinlich. Hier bin ich schon mal lange gegangen. Nein, warte. Ich hoffe, ich komme hier drauf klar. Oh, hast du mich gefunden? Ehrlich gesagt hätte ich zu viel Angst und wollte mich hier verstecken, aber verrat das niemanden. So, können wir hier mit diesem Kürbis-Laternen was machen? Oh, da sind irgendwelche Spinnen. Ah, okay. Ich habe mein Schwert, habe ich. Das ist mal gut. Okay, die tun mir aber nichts. Diese Hände. Das ist ein Fernseher. Die Dämpfer aus diesem Kessel, sie machen mich ganz schwindelig, aber ich kann mich einfach nicht... Was? Abwenden. Kommen wir nicht rein. Warum ist da eine Hütte, wo wir nicht reinkommen? Ist doch blöd. Achso, okay. Ich würde sagen, der Weg ist aber ein bisschen komisch. Im Fernseher können wir auch nicht interagieren. Dort drüben ist irgendwas Merkwürdiges, aber ich komme nicht... Was? Ich muss hier irgendwo einen geheimen Durchgang geben. Sehe ich aber nicht. Ich kann nicht weiter spinnen. Aber die tun dir nichts. Also ich habe mein Schwert und so, ich kann, das bringt aber irgendwie alles nichts. Hier haben wir einen Friedhof. Das ist merkwürdig, hier ist eine Sackgasse. Warum ist da irgendwie so ein Fragezeichen? Ah, da komme ich durch. So. Was haben wir jetzt hier? Hä? Okay, nach oben. Ich drücke jetzt gerade nach oben. Ich sehe ja gar nicht, wo ich hier hinlaufe. Also ich muss wahrscheinlich runter. Ah, da. Da bin ich. Yeah! Goldener Kürbis! Du erhältst goldener Kürbis. Cool. So, wie komme ich denn zu den beiden da oben hin? Also ich drücke die ganze Zeit nach oben. Nach unten ist hier auch nichts. Da findet man halt den Weg dahin, aber wie sind denn die da hochgekommen? Oder kommt man generell nicht zu denen? Das wäre jetzt schon interessant zu wissen. Okay, aber schon mal so gut zu wissen, dass wir hier durchkommen. Da. Aber es war ja auch irgendwie zu erwarten. Ich hätte schwören können, niemand war vor mir auf meinem Weg durch den Labyrinth. Wo ist er? Wo sind sie hin? Ja, keine Ahnung. Wäre irgendwie cool gewesen, wenn man jetzt hier noch irgendwie gegen die Monster hätte kämpfen müssen, ne? Also, da ich mit dem Schwert hier ja interagieren kann. Ja, sie will nicht mal mit uns quatschen. Kommen wir jetzt mit den Kürbisflächen auch in die Hütte rein. Das probieren wir jetzt mal aus. Nicht, dass wir dann wieder ein Jahr warten müssen. Irgendwas wird der Kürbis hier bringen. Aber vielleicht ist auch einfach nur so, kannst du die irgendwie hinstellen. Ins Haus. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wenn wir vielleicht vom Bürgermeister jetzt erfahren. Ja, hier ging es ja nicht weiter. Ja, dann gehen wir mal zum Bürgermeister. Quatschen wir mal mit ihm. Der merkwürdige Mann, der in den Turm haust, hat das alles selbst auf die Beine gestellt. Er hat niemanden in der Nähe gelassen, während er daran gearbeitet hat. Okay, das war's anscheinend. Ja, guck mal, ich hab den Kürbis. Interessiert sie nicht. Kann man nicht mit prallen. Ja, cool. Ist auf jeden Fall ganz nett mit diesem Labyrinth und diesem goldenen Kürbis. Geist danach verlassen. Ja. Haben wir alles gemacht. So, was kann ich jetzt hier mitmachen?
Er ist wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzen. Heißt, wir können ihn verticken oder was? Weiß nicht, soll ich ihn verticken? Ist halt wertvoll, hat keinen, sonst keinen Nutzen. Ja, was soll man sonst damit machen, ne, wenn ich da verkaufen war? Mal gespannt, wie wertvoll er ist. Da bin ich ja neugierig. So, gucken wir uns noch eben unsere Mayonnaise. Ah ja, zack. Dann einmal hier noch eben schnell die Mayonnaise und die Brombeeren rein. Wie viele Brombeeren wir haben? 170. Apropos, nein. So, ich nehme ich mal eben einen Kürbis. Ah ne, ist immer noch nicht fertig, dieses Einmachding. Das braucht also ein bisschen länger als alles andere. Okay, ja, ich gehe ja schon schlafen. Nicht, dass ich ja wieder vor der Haustür umkippe. Ins Bett. Oh, 16.000 da alleine gemacht. Der goldene Kürbis 2.500. Mann. Haben wir mit einem Tag das ganze Geld gemacht, was wir brauchen für unser Werkzeug. Das ist schon mal sehr gut. Ich denke mal, im Winter werden wir auch schon noch Geld machen. Aber nur nicht so viel wie im Herbst. Also der Herbst, der war schon jetzt echt krass ergiebig. Boah, guckt euch das an. 45.000 Gold haben wir. Ja gut, wir wissen ja noch nicht, was wir für die dritte Stufe der Werkzeuge brauchen. Das wird doch schon teuer werden. Willkommen bei Katze 5, da liegt jetzt Kalle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung und jetzt die Wettervorsage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Königin der Soßen, Grüße, ich bin's, die Königin der Soßen. Ich stelle euch kürzlich Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Artischockendip. Hier ist ein angenehmer Weg, um mehr Artischocken in deinem Körper zu befördern. Ich selbst tunkel nicht mal irgendwas rein. Ich schlürfe die Soße einfach wie einen Milchshake. Lecker. Du hast gelernt, wie man Artischocken-Dip macht. Aber wir haben gar keine Artischocken. So. Soll ich jetzt nochmal gießen? Soll ich es nochmal machen? Eigentlich ist ja morgen Tagende, ne? Ich habe keinen Kalender, ne? Ah, ich gieße jetzt einfach nochmal. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe das hier alles verloren. Also das eigentlich Ärgerliche ist das nur bei den Senfkohl, weil die anderen Sachen haben hier ja was eingebracht. Das auch nicht gerade wenig. Falsche Taste, jetzt habe ich Caps Lock an, so. Ja, aber wir haben nochmal Preisebären. Das ist schon mal gut. Zack. Und da ist auch nochmal. Komisch, das eine. Habe ich die übersehen? Die Weintraube? Glaube ich aber eigentlich nicht. So, hier oben noch. Wieder Caps Lock angemacht. Die Preisebären da hinten noch. Also mit den Sprinklern, ganz im Ernst, finde ich echt das nicht so doll. Die nehmen mir irgendwie nur Platz weg. Viel besser wäre es, glaube ich, echt. Geht kann ja schön effektiv. Hallo, sollst du hier auffüllen, nicht meckern. Wirklich sehr effektiv einfach zu haben. Ich glaube, das wäre wünschenswerter. Um dann einfach den Platz zu haben. Weil das ist schon viel Platz, was mir das wegnimmt. Und dann noch die Vogelscheuchen. Das passt mir nicht so ganz. Weil eigentlich bringt er so eine Vogelscheuche 8 Felder. So eine Sprinkler 8 Felder. Das kann man zusammen gar nicht wirklich kombinieren. Deswegen. Ah, Mann. Was soll das denn? Du sollst zur Seite. Ich drücke zur Seite. So. Haben wir alles gegossen. Ob sowas bringt, wissen wir nicht, aber ist auch egal. Die kommen. Nee, die kommen nicht rein. Die kommen rein. Die kommen.
kommen rein, die kommen rein, die kommen rein, die kommen rein. Preisebären, da oben hin. Dein Einmachtding ist immer noch zugange. So, das Schwert tue ich mal auf Reserve, weil das habe ich ja auch hier noch, ne, so. Das kann ich endlich verkaufen. Brauchen tue ich es eigentlich nicht. So, Rex, wo bist du? Ne, da nicht. Okay. Mayonnaise. Ei, ei. So. Bock, Bock. Bock, Bock, Bock. Moment. Das sind 6 große Hühner. Haha, mein Küken ist auch schon ein Huhn. Jetzt kriege ich 6 Eier am Tag. Geile Sache. So, Pilz hatte ich gestern, glaube ich, erst, ne? Ja. Ist nix. So, Käse haben wir. Große Milch. Große Milch. Hä? Milch. Ziegenmilch. Ich will nicht die Ziege, Mann. Und nochmal große Milch. So, dann nehmen wir einmal die Ziegenmilch. Die Milch. Irgendwas muss das ja bringen, dass die, wenn ich die da rein tue. So, Silo sollte jetzt hoffentlich fertig sein. Ja, es ist fertig. Das ist ein Glück. So. Dann machen wir ein bisschen hier weg. Dann passen wir da noch ein Silo hin. Also 2 Silos kriege ich dann noch locker unter. Und dann machen wir mal hier alles weg. Dann haben wir richtig was im Silo drin. Zack, zack, zack. Das ganze Unkraut hier. So, dann können wir nämlich hier auch noch die Holz und das Stein wegmachen. So, mal ordentlich hier mehr Platz haben. Achso, nicht Hake. Zack, zack. Kommen wir auch besser mal hier durch. Und im Winter können wir dann ordentlich hier auch noch abholzen. Zack, zack. Mann, was hier alles an Zeug mittlerweile ist. Ist nicht normal. So, das ist natürlich krass, ne? Komm, den essen wir. Die 200 Energie brauchen wir. Ja. Zack. Wir wollen ja hier weiterkommen, alles weg haben. Ach, wenn ich immer die Hake hier nehme. So, warum kommst du auch weg? Tja. Machen wir den Stumpf hier noch weg. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bisschen Hartholz. Hartholz haben wir echt so wenig. Ich sehe aber auch echt, dass wir da immer so wenig von haben werden, weil viel ist das ja nicht, was man aus dem Stamm kriegt. Und so viele Stämme sind das auch wieder nicht, die hier sind. Das ist halt die Frage, ob man so einen dicken, abgehackten Baum dann hier auch einfach so nachbekommt im Spiel. Muss ja eigentlich, weil es einfach viel zu wenig ist. Nee, den kleinen nicht. Nein, den kleinen nicht. Ja, das ist auch ein nichts, ne? Du bist so ein doofer Otto. Was soll das eigentlich, ey? Warum trägt er sich mal weg? Das ist doch nicht normal. Stein, da oben, nicht unten.
einfach viel zu viel geklöppelt hier. Alles muss hier weg. Weil hier unten weiß ich noch gar nicht, was ich irgendwie wann mal wegmache. Auf jeden Fall das ganze Heu. Also, weil hier den Platz brauche ich jetzt erstmal noch nicht so wirklich. Ich habe noch nicht konkret jetzt hier was vor, außer hinter mal, wenn ich die zwei Scheunen komplett ausgebaut habe, das ganze Gebiet halt noch ein bisschen zu erweitern. Für die Tiere. Also bis zu diesem Knick hier links, der da hinten ist. Ich glaube, das sollte dann auch reichen. Also ich weiß nicht, wie viel wir es nicht brauchen. Aber ist ja schon einiges, was die dann haben. Auch ein Auslauf und auch Gras hinterher. Ja, also hier diesen Knick dann hier rüber. Dann habe ich da ja vier Silos drin. Also ich hoffe, dass es dann für die komplette Anzahl an Tieren dann reicht. Aber es könnte trotzdem knapp werden so für den Winter. Also ich plane ja die zwei Ställe plus zwei Hühnerställe komplett voll zu machen mit Tieren. Mindestens. Das heißt, es kann noch auch noch mehr werden. Deswegen muss man mal schauen. Und ich will im Winter kein Heu kaufen müssen. Das heißt, ich muss für alle Tiere immer genug Heu für den Winter haben. So. Haben wir mal richtig hier Reibach gemacht. Platz, Platz, Platz. Viel hacken kann ich jetzt hier nicht mehr. Müssen wir mal gucken, wie viel Heu ich denn jetzt schon habe. Ich kann sowieso eigentlich alles wegmachen. Aber, wie gesagt, ich habe ja die Befürchtung, dass man ein bisschen was lassen muss. Für den Winter dann halt, damit das dann auch nachwächst. Im Frühling dann noch was da ist. So. Aber es passt noch einiges in Silo rein. Und die Silos mache ich definitiv voll. Alles weg hier. Hört, da war noch Holz. Uiuiuiui. So viel Heu für den Winter. Wofür soll man Gras anbauen? So viel wie hier ist. Da geht die Zeit richtig rum hier. Zack. So, wie viel passt noch rein? Jetzt haben wir 88 dazu bekommen. Das ist schon ordentlich. Ja, ist voll. Sehr schön. Tja, da ist Rex. Grüß dich. Dann können wir alles hier reinpacken. Das nicht. Das aber. Das aber. Das vor allem. Dann die Mayonnaise. Die Samen. Definitiv. Also hier habe ich noch Harz. So, Moment. Nein, falsche Truhe. Hier kommen die Samen hin. Warum habe ich eigentlich... Ja, gucken wir erstmal nochmal eben jetzt hier in der Seite. Ob wir hier nochmal irgendwie was bekommen können. Für den letzten Tag. Ne. Ne, ne, ne. Nix da. Schade, schade, schade. Ob wir im Winter noch Regenwürmer finden werden. Bin auf jeden Fall gespannt. So. Dann mal eben noch hier Mayonnaise machen. Weiß gar nicht, warum ich das gar nicht gesehen hatte. Hä? Holen wir uns noch eben die Käse hier ab. Schmeißen die nächste Milch rein. So.